Isabel Schäfers in Brüssel. Wir müssen dieses Urteil noch ein bisschen näher beleuchten. Es ist ja nicht das erste Urteil gegen Warschau, gegen Polen durch den Europäischen Gerichtshof. Welchen Stellenwert hat es, dieser heutige Richterspruch? Ja, also zunächst mal ist es eine sehr, sehr deutliche Ansage des Europäischen Gerichtshofs in Richtung Polen. Es sagt, Polen verstößt gegen EU-Recht. Aber dann ist dieses Urteil als finales Urteil in einer Reihe auch nochmal einfach eine Erinnerung daran, dass das Problem ein viel größeres ist, weil Polen musste, wie wir ja auch gehört haben, bereits Zwangszahlungen leisten. Es gab mehrere Urteile bereits und trotzdem hat sich einfach sehr, sehr wenig getan in Polen in den letzten Jahren in die Richtung, in die man das hier sich in Brüssel wünschen würde. Und deswegen zeigt dieses Urteil auch noch mal die Dimension des Problems Rechtsstaatlichkeit auf. Sie haben es gesagt, das kostet die Polen richtig viel Geld. Was kostet da genau und welche Gelder stehen da im Schwange? Also jetzt im Zuge dieses Verfahrens, wo jetzt heute das Urteil ergangen ist, da gab es Zwangszahlungen in Höhe von erst 1 Million pro Tag und dann 500.000. Da kommt ungefähr so eine Summe von 650 Millionen raus bisher. Da sagen viele, das schmerzt Polen eigentlich gar nicht, auch wenn das natürlich nach viel Geld klingt. Dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten, die die EU-Kommission hat. Zum Beispiel werden derzeit Milliarden von dem Corona-Wiederaufbaufonds für Polen zurückbehalten. Aus den gleichen Gründen, aus den gleichen Vorwürfen, dass die Justiz eben nicht unabhängig ist. Und das schmerzt dann schon ein bisschen mehr. Und jetzt könnten neue Zwangszahlungen oder weitere finanzielle Strafen drohen? Ja, genau. Die EU-Kommission könnte jetzt, wenn das nicht umgesetzt wird, dieses Urteil jetzt erneut wieder Antrag darauf stellen, dass wieder Zwangszahlungen bezahlt werden müssen. Nun weiß man ja, dass die polnische Regierung nicht gerade sehr gehorsam ist mit Richtersprüchen von dem Europäischen Gerichtshof. Sie erkennt sie ja vielfach nicht an. Ist das jetzt hier eine andere Dimension oder ist wieder davon auszugehen, dass das zwar ein Fanal klingt in unseren Ohren, aber in Warschau gar nicht gehört wird? Ja, also die Wirksamkeit von solchen Urteilen, die kann man natürlich generell in Frage stellen. Dieses Vertragsverletzungsverfahren, auf dem das Ganze jetzt beruht, das ist nur eine Möglichkeit, die die EU hat, gegen Staaten vorzugehen, die EU-Regeln brechen. Und diese Urteile haben eben bisher nicht so viel gebracht. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel ganz neu den Konditionalitätsmechanismus in der EU. Der richtet sich aber ganz spezifisch gegen die Veruntreuung von EU-Geldern, also Korruption. Das ist bei Polen jetzt nicht der Fall. Das wird bisher vor allem gegen Ungarn gezogen. Und das heißt, die Mittel und Möglichkeiten gegen Polen, die sind einfach auch sehr begrenzt. Die einzige Möglichkeit wäre jetzt noch sehr viel stärker politisch vorzugehen. Dafür müssten aber auch die anderen Mitgliedstaaten bereit sein, da jetzt ein klareres Zeichen zu setzen, als sie das bisher getan haben. Gerade Polen wurde in den letzten Monaten sehr verschont, was die Debatte anging, weil Polen anders als Ungarn stark an der Seite der anderen EU-Mitgliedstaaten stand, wenn es um die Unterstützung der Ukraine ging. Das heißt also, diese endgültige Niederlage, wie es überall in den Schlagzeilen heißt, die Polen heute erlitten hat, das ist gar keine endgültige Niederlage. Naja, es ist eine endgültige Niederlage im juristischen Sinne in diesem speziellen Fall. Aber es kann natürlich immer weiter zu neuen Rechtsstaatsverstößen kommen. Es gibt weitere Verfahren gegen andere Details der Justizreform. Und dann gibt es jetzt ja ganz aktuell, das bezieht dieses Urteil noch gar nicht mit ein, dieses neue sogenannte Lex Tusk, wo in Polen befürchtet wird, dass damit Oppositionelle jetzt vor der Wahl ausgeschaltet werden sollen. Das wäre natürlich eine neue Eskalation dieser ganzen Debatte. Und daran sieht man eben, dass es nicht eine finale Entscheidung ist, sondern eine finale juristische Entscheidung, die einfach wieder aufweckt in dieser ganzen Debatte um die Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen, Frau Schäfers, zum Schluss noch einmal kurz darauf gucken, was diese Lex Tusk eigentlich besagt. Also die heißt, damit wird die Opposition und insbesondere in Form von Donald Tusk kontrolliert und klein gehalten. Ja, genau. Das ist im Moment noch nicht ganz klar, was diese neue Kommission, die da geschaffen wird, eigentlich soll. Aber die Befürchtung ist, dass man, wenn, also das Ganze wird unter dem Deckmantel der Ferne von Russland geführt, also dass man gucken will, dass eben eine gewisse Ferne von Russland vorliegt. Aber die Befürchtung ist von Experten, dass das Ganze eben dazu führen könnte, dass Oppositionelle und ganz speziell eben Donald Tusk aus dem Rennen genommen werden könnte für die Wahlen. Und das wäre natürlich sehr besorgniserregend, wenn sich das bewahrheiten sollte. Isabel Schäfers, herzlichen Dank für die Erläuterungen dieses Urteils und auch den Blick ein wenig über dieses Urteil hinaus. Vielen Dank nach Brüssel.